Liebe Leute, hallo, herzlich willkommen zurück im Sommer. Es ist ein warmer Tag, es sind 26 Grad. Ach, schön. Nicht zu heiß. Gerade richtig, würde ich sagen. Vielleicht nicht so ideal hier für die Feldarbeit. Und schon gar kein guter Tag, um ein nackter Räuber zu sein. Haben sie all ihre Habseligkeiten beraubt? Hier liegt doch noch ein Schild. Das können wir doch noch gebrauchen. Das ist doch noch gut. Ja, liebe Leute, letzte Folge, ne? Doch den einen oder anderen Rückschlag haben wir da einstecken müssen. Lief nicht alles wie gewollt, ne? Leute, drei tapfere Frauen und Männer in der Verteidigung unseres Dorfes verloren. Da war ich zu forsch. Wiederaufbau ist noch quasi in vollem Gange. Jetzt ist wirklich Zeit für Expansion, und zwar massiv. Wir haben auch gesehen, ja, zuletzt, wir hatten viel zu viel, zu viel, zu viel. Felder, Riesenüberschuss an Stroh und Getreide dann gehabt und auf der anderen Seite dann aber eigentlich gar nicht mehr die Kapazitäten, um andere Bauten oder sowas in Angriff zu nehmen. Also Leute nur auf den Feldern unterwegs. Es waren jetzt aber weniger Felder, wir haben sie reduziert. Und gleichzeitig haben wir mehrere Flüge jetzt, fünf an der Zahl. Da werden wir auch auf jeden Fall dranbleiben bis zu einem Limit von 10, sage ich mal. Das ist, glaube ich, auch schon eher so ein perspektivisches Ding, dass wir jetzt voll darauf setzen, dass wir expandieren. Ich habe gerade mal nachgelesen. Zu Beginn jeder Jahreszeit können neue Leute kommen. Finde ich ganz gut. Steinarbeitsgebiet ist erschöpft. Es ist dann auch verschwunden, ja. Zack, neue Steine braucht das Land. Ich gucke gerade, ob ich sie, ja, tendenziell da, wo ich dann vielleicht später mal noch expandieren möchte. Ah, das ist noch okay, das Holzgebiet haben wir jetzt zwei an der Zahl, ne? Das ist ein bisschen ausgewogener meist. Der Händler ist da. Vielleicht doch mal wieder eine Technologie kaufen? Gibt keine. Bronze, Waffen, Stoffe. Und Leinen? Leinenstoff. Naja, jetzt kommt Erntezeit, ne? Ich kaufe mir mal das Leinen, was er hat. Das Leinen? Die Leinen? Aber das Leinen. Oder der Leinen? Dafür kriegst du ein bisschen Wolle, weil ich derart viele Schäfchen habe. Ja, wie machen wir es noch attraktiver? Wie sorgen wir dafür, dass hier eine richtig große Gruppe jetzt kommt? Ich meine, ruhmreich sind wir. Wir bauen hier auch weiter. Erste Statue ist geplant. Den Leuten geht's gut. Wir haben Platz. Das ist wirklich viel. 73. Die Hütten sind alle fertig, soweit ich sag mal, einfach hier zack. Die können wir auch schon mal angehen. Jetzt können wir natürlich auch Hütten mittlerweile verbessern und haben quasi einen kleinen Puffer. Das heißt, immer noch Platz da, auch wenn jetzt eine Hütte quasi zurückgebaut wird für den Moment. Dann habe ich gelesen, dass diese Änderung mit dem kleinen Patch, der gekommen ist, mit den Rüstungen, das war noch nicht alles. Es ist jetzt wohl auch möglich, Tore schräg zu setzen. Nicht, dass ich das jetzt vorhätte, aber können wir uns ja mal. Aber wie ging das dann? Ah ja. Okay, schräge Tore, confirmed. Ist jetzt für unsere Siedlung, weil diese derart weit entwickelt ist, erstmal egal. Wir haben halt unsere vier Tore. Ich will jetzt auch nicht noch mehr davon bauen, eigentlich. Ich finde das so erstmal ganz gut. Und man kann wohl im seichten Wasser Mauern bauen. Oder sind, wartet, Pferdchen, Priorität. Junges Weibchen. Das sind Feralpferde. Junges Männchen, fangen. Zwar mit allem, was wir haben. Ich fange trotzdem einfach mal, versuche mal alle zu fangen, die ich finden kann. Aber dieses Männchen hier brauchen wir unbedingt. Beobachten das gleich auch, ob das gelingt oder nicht. Tatsächlich. Okay, damit ist es jetzt natürlich möglich. Das hatte ich, glaube ich, ja Ewigkeiten mal angesprochen, dass mir die Idee so gefiel. Durch tiefes Wasser aber nicht, okay. Durch diese flachen Dinger hier. Dass ich es sehr cool fände, wenn man zwei Seiten miteinander verbinden könnte. Zwei Flussseiten. Sodass es quasi ein Dorf gibt, das sich auf zwei Seiten erstreckt, mit dem Fluss als Mittelpunkt dann. Beispielsweise, was gerade ja dann interessant wird, später wird das ja ein Thema, wenn wir Mühlen bauen können.
dass man dann sowas hier macht. Ne, was ist denn hier? Ist hier nicht auch eine flache Stelle? Hier ist alles. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen doof. Es gibt halt nicht so viele flache Stellen. Ich sehe jetzt nur die eine und hier ist wiederum eine. Hier. Das heißt, es wäre quasi dann ja nur möglich, so eine Konstruktion von da nach, von hier nach hier zu bauen. Das kann schon gewaltig werden. Also das macht es ein bisschen schwieriger, weil das ist ja alles kein Flachwasser, glaube ich, oder? Weiß nicht, dann frage ich mich ehrlich gesagt, was nützt es mir? Ich mache mir das irgendwann mal, um zu sehen, wie es aussehen würde. Hier wäre die nächste. Ja, wenn sie so nah zusammen sind, dann geht es schon wieder. Aber das schränkt meine Möglichkeiten natürlich dann ein. Das heißt, wir werden das, glaube ich, nicht erleben, dass wir unser Dorf auf zwei Flussseiten expandieren. Zumindest nicht mit einer Mauer drumherum von beiden Seiten. So, dass es dann eine durchgehende Mauer wäre. Hätte was. Vor allem würde mich mal interessieren, wie das aussähe. Das also quasi die Mauern können ja das Wasser dann... Da testen wir. Würden wir mal so einen Testbau. Ich möchte wissen, was passiert, wenn man das macht. Da investieren wir ja nicht allzu viel. Das ist für die Wissenschaft. So, Freunde. 63. Wenn ich die 70 nicht knacke in dieser Folge, weiß ich auch nicht. Ich will jetzt hier was sehen. Wir brauchen wirklich Leute. Wir haben Platz. Wir haben Nahrungsmittel. Wir haben Kleidung. Wir haben Waffen. Wir haben alles. Wir haben nur nicht die Menschen. Außerdem dann... Ja, Kompositbogen schießen als nächstes, würde ich sagen. Wo holen wir jetzt noch ein paar Wissenspünktchen noch? Sicherlich hier mit so einer Statue. Wo ist unser Megalith? Der müsste doch mal eigentlich auf dem Weg sein, oder? Da ist er. Und ja, zu zweit sind sie dabei. Brauchen keine Pferde, brauchen keine Ochsen, brauchen keine Esel. Sie machen das ganz alleine. Bin ja ein bisschen stolz. Shit, jetzt habe ich doch vergessen. 5 Schafe sind krank. Doch vergessen, auf die Pferde zu gucken. Kann ich keine Priorität draufsetzen. Okay, wartet, shit. Das ist das Männchen. Okay, das ist das Wichtige. Wir wollen unbedingt das Männchen zähmen. Dann haben wir es ja, dann haben wir quasi mehrere Weibchen, ein Männchen. Passt. Hier sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Übrigens mir gerade auch mal einen längeren Guide durchgelesen bei Steam, gab es den generell zum Thema Domestizierung. Da gehe ich jetzt nicht in die Details, aber es war schon interessant, also wie viele Unterschiede das dann auch doch noch gibt zwischen den Tierarten. Stehen die hier rum? Dieses Symbol soll heißen, dass es krankes Schaf oder dass es ein gebrochenes Herz? Und was bedeutet das, wenn Tiere krank sind? Erhöht es einfach nur die Chance, dass sie sterben? Sind sie dann inaktiv? Schwer zu beantworten. Volle Steinlager, ja. Ich weiß, ist und bleibt ein Thema. Können wir mal noch über ein Upgrade vielleicht nachdenken. Ich meine, sonst geht es sonst wirklich ins... Ja, ins... Nee, das ist Stoff. Die Frage ist ja... Doch, hier ist ein Feuerstein zum Beispiel. Also sie packen es tatsächlich auch in die Lager. Aber was spricht dagegen, dass sie es ins Lagerhaus packen eigentlich? Steine und Holz. Ich meine, gut. Halt so ein Steinhaufen. Na gut, Steine werden halt nicht schlecht, ne? Im Lagerhaus kannst du dann statt der Steine eher Sachen lagern, die irgendwie schlecht werden würden und dadurch sich länger halten, als wenn ich sie draußen oder in so einer Hütte habe. Das ist ein fairer Punkt. So, da sind wir dabei, ne? Das läuft. Wir haben auch alle Materialien dafür. Ah ja, unser kleines Projekt. Aber scheinbar riegelt man dann wirklich den Flusslauf quasi ab. Legt man dann hier so eine Art Stausee an? Oder ist das so, haben sie das zu Ende gedacht? Fließt das Wasser oder ist es so gedacht, dass das Wasser quasi zwischen den Baumstämmen einfach durchfließen kann? Okay, das können wir uns dann hier sparen, den Rest. Wir sehen ja... Okay, interessant. Okay, Schaf ist gestorben, das abzusehen.
Jetzt kommt Herbst, Erntezeit. Ein bisschen Tempo machen hier. Wo bleibt mein Megalith? Ich sehe auf jeden Fall. Ja. Ja, Brot. Wir haben zu viel Brot. Das heißt, wir haben echt Überschüsse an Nahrungsmitteln. Gewaltig. Ich meine, wir sind halt einfach kein Spiel, in dem man wirklich aktiven Handel betreiben kann, im Sinne von, dass wir regelmäßig jetzt irgendwie unsere Überschüsse exportieren könnten. Und meistens, das finde ich ein bisschen schade, die Händler sind halt so mittelinteressant, ne? Also ich weiß nicht, die Händlerrolle gefällt mir einfach nicht. 1000 Getreide. Holy fuck. Ein bisschen mehr Zeit für Kompositbogenschießen. Das heißt, wir können Kompositbögen bauen. Next Level. 4 Punkte auf Jagen. Das heißt, auch hier Leinen wichtig. Das ist jetzt die Frage, ob ich jetzt komplett auf Kompositbögen switche. Ob wir dafür genug Leinen produzieren. Ich sage ja. Ich möchte jetzt nur noch Kompositbögen sehen. Gibt dann auch direkt wieder ein Wissenspünktchen. Pferdchen ist da, oder? Müssen wir mal nachschauen, ob es das männliche Pferd ist. Pferde, ein männliches Jungtier. Mhm. Ich habe es auch gelesen in diesem Guide, dass Jungtiere und, also weibliche Jungtiere und alte Tiere sind von der Reproduktion ausgenommen. Okay, das ist alles immer. Ist das immer noch zu viel? Immer noch so große, satte Felder. Ich meine, die Flüge helfen uns jetzt bei der Saat, aber natürlich haben wir immer noch so brutal viel zu ernten. Schwierig. Schwierig zu beantworten. 61 Leute. Wieder zwei weniger. Ich glaube, weil. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber wahrscheinlich sind zwei gestorben, oder? Ich habe jetzt nicht selber die Schuld daran hoffentlich getragen. Ich hätte nur noch einen fucking Karren. Könnt ihr mal neue Karren bauen? 6 Flüge, aber nur ein Karren? Okay, Karren ist im Bau. Das ist natürlich auch nicht gut für die Wirtschaft. Okay, Schildherstellung. Hohe Kommission. Ich guck mal, ob ich es bezahlen kann. Wir gucken mal. Wir haben ein bisschen Kleidung über. Und dann bisschen billig Scheiß. Weil da wissen wir, dass wir eh zu viel von haben. Kann man auch mal ein bisschen das wegverkaufen. Wir kratzen jetzt mal zusammen. Jetzt gehen wir wirklich mal hier durch den kleinen Scheiß durch. Steine. Knochen. Getrocknete Häute. Alles so ein bisschen was von wegverkaufen. Leder von mir ist auch ein bisschen. Bringt mir jetzt ein bisschen was Stroh bis matchen, dass es eigentlich zu viel sein wird. Naja, jetzt wirklich immer mit Kleinscheiß reingehen. Wolle. Wolle haben wir auch eigentlich zu viel. Braucht zu viel nicht. Leinen haben wir zu wenig. Leinen ist ein Thema, da müssen wir vielleicht doch noch mehr Flachs anbauen. Leinenstoff, Wollstoff ist ein Thema. Verkaufen wir. Seht ihr schon mal mit den ganzen Scheiß hier. Schon ein bisschen was generiert. Angeln. Die Feuersteinmesser kommen weg. Alter, Scheiß. Ganz ehrlich, so viel Angeln brauchen wir doch nicht. Legen noch ein paar Fische oben drauf. Zack, und das alles für die Schildherstellung. Ach, und jetzt kann man Pferde kaufen. Ihr seid mir auch welche. Zack, Schildherstellung freigeschaltet. Damit fehlen nur noch Rüstungen, was dann auch eine eigene Produktion ist. Läuft der Rüstungsmacher. Ah, nee, gibt's jetzt schon? Rüstungsschmied? Ba-ba-ba, Produktion. Rüstungsschmiede. Naja, sieht doch nett aus. Könnten uns überlegen, ob wir einen Metallschmied jetzt rausnehmen und dafür einen Rüstungsschmied hier hinsetzen. Das dann. Das reicht? 62 Einwohner. Hütte ist fertig, ne? Ja. Nächster Schritt übrigens, wollen wir wieder dann so eine Lagerhütte vielleicht upgraden. Okay, ich will eine Rüstungsschmiede. Ich würde sie gerne hier auch in diesen District reinsetzen. Ich könnte sagen, entweder reiße ich jetzt hier eine komplette Hütte einfach weg.
Einen von den alten. Weil den Platz haben wir. Kurz genießt. Oder ein Metallschmied kommt mal weg. Oder wir expandieren doch noch ein Eckchen. Im Moment habe ich das Gefühl, dass wir eigentlich eine ausreichende Größe haben. Wait. Wir werden so massiv upgraden, dass dieses Haus kommt weg. Ah, das Haus kommt weg, hier stelle ich einen Rüstungsschmied hin. Neues Produktionsgut. Wer produziert denn die Schilde eigentlich? Wo kommen die Schilde her? Oder sind das alles aufgesammelte? Moment. Das sind alles aufgesammelte, ne? Wir haben die Technologie jetzt erst gelernt. Die haben wir alle von den Räubern übernommen, sage ich mal. Das ist natürlich auch freundlich. Ganz ehrlich, wir kommen hier nicht zu Spotte, ne? Jetzt kommt mal langsam der Megalith heran. Sind diese Felder immer noch zu groß? Kann das sein? Ist das immer noch zu viel, oder was? Müssen wir nochmal reduzieren? Das ist zu viel, ne? Das ist echt zu viel. Okay, wir reduzieren noch einmal weiter. Wie es auch festgestellt hat, danke für den Tipp. Verschiedene Felder produzieren verschieden viele Ressourcen, also verschieden viel Getreide und Stroh. Hier haben wir Emma 1-1, Gerste 1-1, oder, okay, vielleicht habe ich Bullshit erzählt, aber ist ja auch interessant. 1, gibt es Sorten, die mehr oder weniger produzieren? Okay, es wäre ja komisch bei Hülsenfrüchten, dass wenn die Felder nicht gleich wären, dann Flachs ist klar. Okay, vielleicht, nee, okay, es ist doch jeweils 1. Ah doch, hier. 15% eine zusätzliche Ressource zu produzieren. Also eine 15% Chance. Krankheitsresistent 15%. Ah, da hätte ich jetzt mal drauf gucken müssen. Was ist hier? Das ist einfach nur die Saison. Hier ist ein Korn. 25% Resistenz. Also Einkorn ist eine harte Sorte, die sehr resistent ist. Roggen ist weniger resistent. Resistenter als die meisten. Okay. Und hat eine 15% Bonuschance. Was hatten wir noch? Hier war Linsen, Erbsen, Emma. Ah ja, 25% zusätzliche Chance. Gar keine Resistenz. Also wahrscheinlich am meisten Ertrag, am wenigsten, aber... Ah ja. Gerste 50% mehr Stroh. Okay, ist das, wenn ich nicht zu viel Stroh habe, müsste ich mein Gerstenfeld reduzieren. Weil da haben wir wirklich ohne Ende von. Wir halbieren das Gerstenfeld mal. Oh. Jetzt habe ich nicht das Feld gelöscht, sondern man kann einzelne Sachen. Ach, lustig. Wusste ich nicht. Ich kann einzelne Elemente da löschen. So, und da ist unsere Statue. Und das sieht so schnell aus. Wir sind hier auch auf erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Natürlich, das Ding wird jetzt noch ein bisschen mit... Was bearbeitet ihr das? Mit so einem Bronzemesser? Mhm. Mit einer Bronzesichel, na, herzlichen Glückwunsch. Aber immerhin, Kompositbogen hat er. Aber das schon mehrere produziert. 3 Stück. Er hat sich einen geschnappt. Ah, das wird doch schön hier mit Blick auf das Dorf. Es gibt auch wieder ein Wissenspünktchen. Fehlt jetzt auch nur noch eine Technologie und dann geht's ab in die Eisenzeit. Und hier kommt jetzt die Rüstungsschmiede. Entweder mit so ein bisschen Abstand oder eher so eingerückt, ne? Jetzt ein bisschen mehr Platz nach außen. Der Händler schon wieder. Und er hat Rüstung dabei. Niedrige Kommission. Können uns jetzt so ein bisschen hochkaufen. Aber es war schon recht teuer. Wir mussten schon recht viel zusammenkratzen, ne? Ja, ich müsste jetzt halt hauptsächlich Waffen und Werkzeuge investieren, würde ich sagen. Wenn wir uns das leisten wollen würden. Naja, das können wir aus eigener Kraft. Statue errichtet. Oder vielleicht nächstes Mal. Wenn er nochmal wiederkommt und es uns dann wieder anbietet. Ist das in Ordnung? Gucken wir uns also eine kleine Statue an.
Finde ich ganz sympathisch. Gibt nochmal 7 Ruhmpunkte. Haben wir die 400er Marke. Aber das sind doch immer Projekte, ey. Könnte ja noch so eine Statue stehen. Mal so ein Vergleich, so ein Totem bringt 3. Die Dinger nur einen. Ein Ruhmpunkt. 5. Okay. Ich würde gerne noch so eine. Noch so ein Statürchen hinsetzen irgendwo. Wo ist es denn? Wo wäre es denn schön? Ich überlege, ob ich hier mittendran mal einen baue. Statt eines der Heutetrockner. Ich glaube, 2 Heutetrockner. Die haben eh deaktiviert. Ja. Ich erinnere mich. Ist der das? Der kommt weg. Ich baue jetzt hier noch eine Statue an dem Platz. Dafür dürfen. Oh nein, 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 Abbruch. Ihr dürft hier wieder dran arbeiten. Aber das ist komisch, wenn ich einen Hinkelstein und eine Statue stehen habe. Unsicher. Ich weiß auch gar nicht, ob die da hinpasst. Ja, würde sie. Okay. Ach doch, kann man machen. Das kann man machen. Müsste ich nur einen weiteren irgendwo dann finden auch. Ja, 63. Wir kommen nicht vorwärts. Ich brauche mehr Leute. Bin nur noch am de facto verkleinern wir uns da die ganze Zeit nur noch. Das finde ich ganz gut, wenn wir mal so ein bisschen Spiritualität auch wieder ins Dorf hineinbringen. Gibt es Ruhmpunkte? Kommen mehr Leute? Oh, wie wäre es denn eigentlich? Fände ich ja auch nicht schlecht. Falls sich ja jemand mal verirren sollte, weiß er sofort, woran er ist. Ich push gerade ein bisschen die Ruhmpunkte hoch, glaube ich. Ach, jetzt kommen die Pferdchen hier echt immer regelmäßig dran vorbeigezogen, ne? Warum mehr? Komm, nochmal 2 fangen. Dann hat sie es, glaube ich. Wie sieht's aus an der Front hier? 3 Karren, 8 Flüge mittlerweile. Da haben wir jetzt aber fast das dann auch ausgereizt. Finde ich in Ordnung dann. Ja, also das 10 Flüge. 10 Flüge, 10 Karren, 5 Schlitten. Was hier los ist, Leute? Glaubt ihr nicht? Sollen die Transportposten hier frei bleiben, ist das auch alles im Rahmen, finde ich. Hier noch ein Brunnen. Das sieht alles gut aus. Das sieht alles gut aus. Statue, ne? Haben wir gesagt. Wir brauchen natürlich einmal mehr einen Megalithen. Ja, die Wege werden immer, immer weiter. Wir nehmen den hier. Muss ich merken, wo der ist. Besser kriegen wir das jetzt in der Folge noch durch und dann kann ich ihn gleich zum Transport noch fertig machen. Das setzen wir mal wieder um. Das hier auch. Ja, das gefällt mir ganz gut. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Ja, das ist schon stark hier, oder? Wirklich jetzt komplett die Arbeit übernommen worden von Flügen auf diesen Roggen haben wir hier, ne? Ja, auf dem Feld. Finde ich gut. Ach, könnte man übrigens auch. Ah, okay. Man könnte Felder quasi auch stilllegen. Aber dann fände ich es hässlich, die ganze Zeit diese leeren Äcker zu sehen. Also das fände ich sehr unbefriedigend. Es geht weiter, Leute. Als nächstes Rüstungsschmiede. Im Sommer kommt wieder der Bauboom. Lagerhaus ist auch fertig, das nächste. Wir arbeiten uns jetzt hier kontinuierlich von oben herab quasi einmal durch und upgraden dann alles. Das nächste ist dann einfach hier die Hütchen noch. Das hier könnten wir noch
angeht, aber ich warte erstmal, bis die Ernte aus, die Ernte, die Saat ausgebracht ist. Und ich habe den Eindruck, es geht auf jeden Fall jetzt schneller voran, deutlich schneller voran, weil es einfach nicht mehr so eine Manpower beansprucht. Die Priorität macht hier keinen Unterschied. Wir können uns echt mal ein bisschen, glaube ich, überlegen, dass wir mehr Ruhm ernten. Kann man jetzt, große Frage, eigentlich hier oben drauf bauen? Fucking hell ja. Kann man hier oben eine Statue drauf bauen? Bitte. Ja! Ja, kann man. Auf den höchsten Punkt. Oh, es ist großartig. Es ist ja fantastisch. Oder ein Hinkelstein. Eine Statue ist schon nochmal irgendwie geiler, oder? Und zwar so, dass sie dann wirklich so. Wir bauen jetzt über so Wächterstatuen um unser Dorf herum auch. Bam! Wirst du bekloppt, ey. Dagegen ist das Projekt ja hier eher überschaubar. Haben jetzt hier eine schöne Statue. Da ist eine Statue. Hier ist unser Hinkelstein schon. Und die guckt dann auf das Dorf drauf. Ja, das sind so unsere Wächter. Hier könnte man auch eine draufsetzen. Das sind sehr weit weg. Oh, stark. Ganz stark. Wie weit sind wir denn mit diesem Steinchen? Jawohl. Gleich schon mal Transport bereit machen. Da muss ich jetzt auch nicht mehr groß darüber nachdenken. Oder oh, die armen Säue, die das Ding da hochliefern müssen. Ist hier hinten noch einer? Ja, da. Den nehmen wir auch. Dann können Sie den hier hochhieven. Da kann man aber nicht sagen, welcher Stein wohin soll, habe ich das Gefühl, oder? Kann man das irgendwie einzeln noch machen? Naja, naja. Das Ding ist auch noch im Bau. Kleines Totem. Ja, ist eine Phase der spirituellen Erleuchtung gerade bei uns. Dann haben wir gesagt, Zeit für mehr Upgrades. Im Sommer ist ja immer traditionell gleich ein bisschen weniger los. Oh Leute, wir haben 64 Einwohner. Stark. Plus eins. Hat nur eine Folge. Eine Folge gedauert, um einen Einwohner mehr zu haben. Ja, ihr sollt Schilde produzieren. Das braucht Eier. Holz und Leder ist wieder ein Thema dann, aber ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt. 50%. Und Lederrüstung. Ah, so, okay, wir starten mit Lederrüstung jetzt wahrscheinlich rein. Später dann Kettenrüstung. Okay. Ich weiß nicht, ob sie hier was umgebaut haben mit dem letzten Patch. Ich freue mich wahnsinnig auf die Wasserkraft, auf die schöne Wassermühle. Das wird so idyllisch. Mauern könnten wir auch schon ausbauen, theoretisch, ne? Auf Stein. Jawohl, jetzt nochmal drei Leute. Jetzt geht's los. Ausbau ist schon im Gange. Ist ja gleich wieder deutlich mehr Platz. Aber das Ding ist so ein bisschen, das ärgert mich so sehr eigentlich, dass ich hier nicht wirklich, ja, mein Traum erfüllen kann von der Siedlung auf zwei Seiten. Einfach die andere Furt hier zu weit weg ist, kann ich alles haben. Aber gut, das dann halt so. Gefällt mir ganz gut, aber wie sich. Ja, doch, jetzt mit den Leuten, die dazukommen sind, hat sich das doch eigentlich ganz gut entwickelt. Ich gebe hier noch das Go für den Stein. Also nächste Folge. Wir haben zwei fantastische Statuen im Bau. Gerade auf die hier bin ich besonders gespannt und besonders stolz. Hier ist ganz schön viel Zufriedenheit. Kommt mal klar. Händler ist wieder da. Und einmal mehr bietet er uns Rüstungen feil. Niedrige Kommission. Ach komm, wir machen das. Den Deal machen wir auch noch. Wird die Folge mal wieder ein bisschen länger. Also, ordentlich wieder was abverkaufen. Wir wissen, wir können es uns erlauben. Wir haben die Kapazität. Steinchen auch noch ein bisschen.
Die Feuersteine können tatsächlich weg. Wir machen gar nichts mehr mit Feuersteinen. Können komplett verkauft werden. Kann auch ein bisschen was behalten. Leder haben wir gesehen. Naja, ein bisschen Leder können wir verkaufen, weil es relativ viel wert ist. Wolle, same. Vor allem aber auch Wollstoff nochmal klar. Leine, da gehe ich nicht ran. Da haben wir nicht allzu viel von. Ah, wieder ein paar Angeln. Fischreusen kann man, haben wir hier gar nicht aufgelistet, ne? Wieder ein paar Waffen. Alte Feuersteinwaffen, die kommen ja dann immer wieder rein, dann werden wieder abgegeben. Von der Bronze und den Kupfersachen lasse ich aber die Finger. Vielleicht noch ein paar Outfits. Wolle haben wir so viel. Gibt es den Rest noch in Wolloutfits hier ausgezahlt? Vielleicht noch ein Leinenoutfit. 2, 3, zack, zack, zack. Rüstung freigeschaltet, Lederrüstung. Auch das Thema für unseren Rüstungsmacher. Wir haben 8 Wissen, 25 brauchen wir fürs Eisenschmelzen. Mal gucken, ob wir das in der nächsten Folge schon schaffen, denn dann natürlich damit einhergehen, auf den großen Sprung in die letzte, in die finale Eisenzeit. Ja, wir haben aber noch ein paar Projekte jetzt auf jeden Fall offen. Ausbau der Siedlung ist ein Thema. Verteidigungsanlagen habe ich jetzt in der Folge ein bisschen ignoriert, nachdem ich die große Erkenntnis gezogen hatte, dass ich da was tun muss. Wollen wir vielleicht doch noch ein bisschen jetzt mal drüber nachdenken, ob wir nochmal jetzt irgendwie groß ein bisschen auch Raum hier hinzufügen, wie wir unsere Mauern konstruieren, ob wir Steinmauern jetzt schon teilweise bauen wollen. Das Ding ist, wenn ich mit Steinmauern anfange, dann will ich es auch durchziehen, dann will ich das ganze Ding mit Steinmauern eigentlich umranden. Also teils sieht halt auch komisch aus, ne? Wobei wir da wahrscheinlich so abschnittsweise vorgehen werden. Man kann jetzt schon mal so ein bisschen auch nachdenken, wo denn zum Beispiel später die Wassermühlen stehen sollen. Natürlich ein bisschen Platz muss sein, ne? Wir haben sehr, sehr eng ans Wasser rangebaut. Das gefällt mir tatsächlich auch gar nicht so gut, dass es so eng ist. Leider, leider können wir das hier nicht... Ich hätte so Bock gehabt, dass man jetzt hier sagt, zack, eine dicke Mauer hier so rüber. Und dann halt hier nochmal rüber. Aber hier ist einfach nicht die Möglichkeit dafür da. Ach, Korok ist verhungert. Das ist nicht dein fucking Ernst. Oha, na gut. Alter Mann. Das war Altersschwäche. Das war Altersschwäche, Leute. Er hätte sich ja halt auch mal was einpacken können, ne? Also, das ist ärgert mich so. Ich werde jetzt so gelockt mit dieser Mauer. Hab so Bock, die zu benutzen. Und kann es aber einfach nicht. Shit. Hätte ich das vorher gewusst. Hätte ich das vorher gewusst. Weil wir werden garantiert nicht bis dahin noch unser Dorf ausdehnen und dann hier so komplett einmal rumgehen. Aber dann wird es quasi ein außenstehendes Gebäude sein. Dann kann man da daneben irgendwie einen Wachtturm bzw. einen Aussichtsturm setzen. Was seid ihr hier? Esel? Kurz gedacht, das wären Wölfe. Ein letzter Blick. Ja, 9 Flüge, 4 Karren. Geht also langsam wieder voran. Jetzt Karren ist im Bau. Immer gute Fortschritte. Wieder Wohnraum ist da. Hier würde ich sagen, können wir das nächste auch nochmal eins nochmal upgraden. Dass wir es vor dem Winter vielleicht noch durchkriegen. So. War eine lange, schöne Folge. Ein paar Ideen. Die Eisenzeit vor Augen. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin.